Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Unboxing und Ausgepackt mit Chiller. Heute haben wir gleich zwei Pakete, das ist wie Weihnachten. Ne, wir haben Ostern, ja, ist wie Ostern. Einmal ist es ein Ladegerät und einmal dazu passende 8 Stück Mignon-Batterien von Amazon Basic. Ja, das Auspacken hat schon begonnen. Bin schon mitten dabei, das Paket aufzureißen, da ist das Ladegerät. Es ist schnell ladefähig, einstellbar von 200 mA Ladestrom bis 1000 mA Ladestrom bei vollbelegten Schächten. Wenn man nur zwei Schächte belegt hat, kann es sogar 1800 mA laden. Man kann auch entladen mit dem Gerät. So, da werden die Batterien drin. Dumm, packen wir mal aus. So. Jetzt steht da auf diesem Label, das kann man jetzt nicht lesen, da steht extra drauf, zertifiziertes, frustrationsfreies Entpacken. Ja, ich spule das jetzt extra mal vor. Dieses frustrationsfreie Entpacken. So, Mini-Schachtel. Die leistet ordentlich Widerstand. Gut, haben wir aber geschafft. Da sind die Batterien. Amazon Basic, wie gesagt. 2000 mA angegeben bei Amazon. Zeigt die gleich noch genau im Detail. Machen wir uns erstmal ans Auspacken des Ladegerätes. So, Schachtel öffne dich. Da hätten wir zum einen das Netzteil. Wäre dieses. Nehmen wir es mal aus der Tüte noch raus. So schaut's aus. Stinknormales Netzteil, wie man es eben kennt. Eine kleine Beschreibung ist dazu. Steht aber eigentlich alles drin, was man wissen muss. Ja, das wäre das eigentliche Ladegerät an sich. So schaut's aus. Wiegt nicht viel. Muss es auch nicht. Hat drei Tasten dran. Lassen sie ordentlich betätigen, machen nicht den Eindruck, als wenn sie gleich kaputt gehen. Ja, könnte man jetzt noch den Stecker reinstecken. Zack, schon passiert. Ja, so sieht's aus. Holen wir mal noch die Batterien aus der Schachtel. Dann werden wir das Ganze mal noch anstecken, dann zeige ich euch mal noch die Funktion mit den Tasten und so weiter. So, hier haben wir jetzt mal die Batterien noch im Detail. Da stehen eben jetzt 1900 mA statt 2000 und 1,2 Volt. Ihr werdet aber gleich sehen, wenn ich die Batterien jetzt eingelegt habe, zeigt das Gerät direkt 1,34, 1,35 Volt. Also ist ein bisschen mehr Volt, dafür ein bisschen weniger Milliampere als angegeben. So, da steht es, 1,33 Volt hat jede Zelle. So, und jetzt sind quasi 5 Sekunden vergangen und dann beginnt das Gerät mit dem geringsten Ladestrom, also mit 200 mA bereits zu laden. Wenn man das ändern möchte, müsste man vorher die Current-Taste betätigen innerhalb der 5 Sekunden und kann dann da durchschalten, welchen Ladestrom man haben möchte. Und im Mode, mit dem Mode-Schalter kann man durchschalten, ob die Akkus jetzt entladen oder geladen werden sollen. Und mit dem Display-Schalter kann man allerhand Informationen abrufen, was ich jetzt da gerade mache. Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen weitergeholfen bei der Kaufentscheidung oder nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut, Leute. Ciao.